Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Das große Quadrat auf der unpräzisen Zeichnung hierunter besteht aus zwei Quadraten und aus zwei Rechtecken. Bestimme den Flächeninhalt des großen Quadrats in Quadratmetern mit Hilfe der Informationen aus der Zeichnung. Da dieses Quadrat als Flächeninhalt 49 Quadratmeter hat, muss dessen Seite 7 Meter messen, also misst die Länge von diesem Rechteck auch 7 Meter und da sein Flächeninhalt 14 Quadratmeter ist, muss die Breite von diesem Rechteck 2 Meter sein. Die Seitenlänge des großen Quadrats ist also 7 plus 2 Meter, also 9 Meter. Und dementsprechend ist der Flächeninhalt von dem großen Quadrat 9 Meter mal 9 Meter, das heißt 81 Quadratmeter. Und somit ist die Endantwort auf die gestellte Frage 81. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.